Hi. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute gerne meinen Lesemonate zeigen von Mai, Juni und Juli. Ja, ist schon wieder mal ein Vierteljahr um. Ja, ich habe jetzt hier einen Stapel Bücher vor mir liegen und da möchte ich euch gerne zeigen, was ich so die letzten Monate durchforstet habe. Zum ersten wäre das von Ulrike Bliefert. Der Kuss der grünen Fee, kriminelle Absinthgeschichten. Dieses wirklich wunderhübsche Cover. Also ich finde das wirklich wunderschön gemacht. Und ja, hier sind halt von Ulrike Bliefert oder auch von Katrin Lange kleine kriminelle Geschichten geschrieben worden. Ich fand das wirklich sehr schön gemacht. Ich fand auch alle Geschichten wirklich toll, von allen Autoren, die sich hier verewigt haben. Und ja, das war mal was anderes. Na? Und der Absinth, ja, hat auch sein Gutes dazu getan. Zu einigen Morden. Ja, dieses Büchlein. Dann las ich zusammen mit der Clary vom Kanal Clary Morgenstern Der Kuss der Göttin von Apollyon Pike. Hier geht es um das mal ganz grob zu beschreiben, um Götter und Halbgötter, die um die Vorherrschaft ringen. Und es geht um die junge Tavia, die ja, eines Tages herausfindet, dass sie so zwischen diesen Mächten steht. Und auch ein junger Mann, ja, ne, die Liebe kommt überall immer vor. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Gibt es noch einen zweiten Teil, also die Reihe besteht auch nur aus zwei Bänden. Und ich habe mich jetzt mit Clary noch nicht kurz geschlossen, ob wir den zweiten auch noch lesen. Ich habe auch bis jetzt nur diesen ersten Band da. Und ja, werden wir mal schauen. Wäre schon interessant zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Und auch mal schön, dass es keine Trilogie ist. Ne? Das wäre dieses Buch. Dann las ich den zweiten und den dritten Teil der Nachtlilienreihe. Zum einen, also von Siri Lindberg, Lilienwinter, dieses. Und Winterdrachen, dieses Büchlein. Ja, die Reihe hat mich ja restlos begeistert, die fand ich wunderschön. Vom ersten Buch bis zum letzten Buch konnte die mich komplett überzeugen. Würde also von mir komplett 5 Sterne bekommen. Fand ich wirklich sehr schön. Ne, es geht ja um Jerusha und Kirin und es geht um einmal das Volk der Menschen und um ein Volk, das würde ich mir so ähnlich vorstellen wie aus Herr der Ringe die Elben. Ja, also es kommen auch Drachen vor, es kommen Fabelwesen vor. Ah, ja, was so das Fantasy-Herz begehrt. Also diese Reihe war wirklich wunderschön. Ja. Dann habe ich eine Reihe gelesen, auch bestehend aus 2 Bänden, eine Dystopie. Jetzt ahnt der ein oder andere vielleicht schon, was ich zeigen werde. Ja, es ist von Lisa Price, Starters und Enders. Ja, eine Dystopie, in der nur noch junge und alte Menschen auf diesem Planeten leben, weil alles, was so im mittleren Alter ist, wurde durch einen Virus getötet. Und die jungen Menschen können dank neuester Technologie ihre Körper vermieten an die älteren Menschen, die viel Geld haben. Ja, und da ahnt man doch schon, da kann viel Unfug passieren. Ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich auch sehr gerne gelesen, die habe ich gleich hintereinander weggelesen. Manchmal lasse ich so zwischen den Teilen ein bisschen Luft, aber die habe ich direkt hintereinander weggelesen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie hieß denn jetzt die Protagonistin? Oh Gott. Kelly. Kelly? Ja?
Ja, schon eine Weile her. So, dann kommen wir zu einem Buch von Oksana Kalemi, ein, wie sagt man das, Tatsachenbericht, eine Biografie. Und zwar, Sie haben mich verkauft. Da geht es um eine junge Ukrainerin, die halt durch eine Bekannte, die auch immer schicke Klamotten hat und sagt, sie arbeitet halt in Westeuropa und es wäre einfach verdientes Geld, sich verleiten lässt und verkauft wird. Und diese Station, die sie dann durchlebt und in diesen Etablissements, in denen sie arbeiten muss, gezwungen wird zur Arbeit, schildert sie hier, bis sie es schafft, sich aus diesem, ja, ich sag mal, aus diesem Teufelskreis zu befreien und hat dann halt ihre Geschichte hier niedergeschrieben. Das ist nicht so ohne Pappe, ne? Also das ist schon teilweise wirklich sehr heftig und ja, Menschenhandel, ne? Gibt es nach wie vor. Auch jetzt, während ich gerade darüber spreche, über dieses Buch, werden junge Frauen in diesen Strudel gerissen und verkauft und ja. Also das war nicht ohne, dieses Buch. So, dann las ich von Emma Horton, Mein fremder Freund, dieses Buch. Hier geht es um Hannah. Hannah hat schon seit ihrer Sandkastenzeit einen besten Freund, er heißt Danny. Und Danny verschwindet von heute auf morgen. Da wird auch sehr lange gesucht und fahndet und es ergibt sich 3 Jahre lang nichts. Keine Spur, bis er dann urplötzlich auf einem Schiff ergriffen wird. Ja, und für Hannah ist es natürlich komisch, Danny nach so langer Zeit wiederzusehen und es sind gemischte Gefühle, aber sie bemerkt auch, dass der Junge, den sie kannte, nicht mehr der ist, den sie kannte. Das Buch hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich gerne gelesen, habe ich auch schnell weggelesen. Ich wollte dann mal wissen, wie es weitergeht. Und ja, das wäre dann dieses. Dann las ich von Mary Rickard, Sommergeister. Bei diesem Buch und auch dieser Aufmachung hier von diesem Cover darf man sich nicht verleiten lassen, dass es ein reines Fantasy-Buch ist und wir hier irgendwie Fantasy-Gestalten begegnen. Dieses Buch spielt sich rundum in einem Häuschen mit seinem einzigartigen Garten ab und da leben die 15-jährige Bay und ihre Mom. Und ihre Mom heißt Nan. Nan. Ja. Und es geht auch größtenteils um die Geschichte ihrer Mutter, die schon sehr lange ein Geheimnis hütet. Und es kommt dazu, dass sie aus ihrer Jugend alte Freundinnen einlädt. Und ja, Nan wird im Ort immer so als Hexe beschrieben. Schon seit Jahren werden immer alte Schuhe über den Zaun geworfen. Und sie hat sich so mit der Zeit dran gemacht, in diese Schuhe Pflanzen reinzusetzen. Und ich muss sagen, also Frau Rickard hat das so schön beschrieben, dass man am liebsten diesen Garten selber mal sehen möchte. Ich stelle mir das eigentlich, obwohl es alte Latschen sind, total zauberhaft vor. Ja, und Bay merkt auch, als Nans Freundin da sind, dass sich ihre Mutter halt sehr seltsam verhält und dass es halt was mit der Vergangenheit zu tun hat, ja, und was da so rauskommt und was bei Nan früher, als sie noch jung war, passiert ist, das müsstet ihr dann selber lesen. Ich habe schon mal Meinungen gesehen, die haben gesagt, die waren eigentlich sehr enttäuscht von diesem Buch. Aber ich denke, dass man da wahrscheinlich gedacht hat, es ist ein reines Fantasy-Buch, es spielt in einer Fantasy-Welt. An dem ist es nicht. Ja, das Buch hat seinen ganz eigenen Charme und ich habe es sehr gerne gelesen, muss ich sagen. Dann las ich von Simona Arnstedt, Die Erbin, dieses Buch. Muss ich gleich nochmal gucken.
Hier geht es um, wie sie. Verdammt. Also spielt auf jeden Fall in Schweden und es geht um eine sehr reiche Familie, die auch schon seit Generationen das Bankwesen mitleitet. Und es geht um einen jungen, aufstrebenden Mann am Bankierhimmel. Und der möchte am liebsten diese Familie stürzen, aufgrund von Vorkommnissen, als er noch jung war, was ihn halt mit dieser Familie verbindet. Und er knüpft aber zu der Tochter der Familie ein Verhältnis. Und ja, nun wird das Ganze nicht mehr ganz so einfach, weil ihm diese junge Dame nicht ganz so egal ist. Ja, spielt auch in unserer Zeit, lenkt vielleicht das Cover auch ein bisschen ab, dass man vielleicht denkt, es ist eher so, es spielt vor mehreren Jahrzehnten. Nein, es ist nicht so, es spielt in unserer Zeit. Und was ja auch sehr oft vorkommt und auch schon sehr ausgeschmückt wird, ist die Liebe, die miteinander gemacht wird. Ja. Und trotz dem ganzen Bunga Bunga, muss ich sagen, hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es gibt auch einen zweiten Teil. Und ich weiß, nächstes Jahr im März kommt noch ein dritter Teil. Man kann aber die Erbin, und ich bin mir sicher, auch den zweiten Band alleine lesen. Also man könnte, in sich ist dann diese Geschichte hier abgeschlossen. Man könnte dann den zweiten Teil weiterlesen. Man muss es aber nicht. Ich habe den zweiten Teil ehrlich gesagt schon da, weil ich gerne wissen will, was da weitergeht. Jetzt nicht mit den Hauptpersonen in diesem Buch, sondern mit anderen Personen, die hier drin aber auch schon erwähnt werden. Das wäre dieses. Und zum Schluss las ich von Neil Gaiman und den Illustrationen von Chris Riddle, Der Fluch der Schwindel. Ja, sehr hübsch gemacht. Ich liebe Illustrationen. Es ist eine etwas andere Dornröschen-Geschichte, die mir trotzdem gefallen hat. Fand ich schön gemacht. Es ist halt mal nicht so wie bei den Gebrüder Grimm. Für Kleinkinder würde ich jetzt das Buch nicht wirklich empfehlen, weil das Ende ja nun mal nicht so ist wie im Dornröschen, wie man es eigentlich kennt. Es ist auf eine andere Art und Weise schön, aber vielleicht eher für erwachsenere Menschen. Ja. So. Das war es in diesem Sinne von mir und ich hoffe, ich melde mich bald wieder bei euch zurück mit einem anderen Video. Was hatte ich vor? Ja. Das war der Halbjahrestag, ne? Mal so ein bisschen, was einem gefallen hat, was nicht. Mal so die Statistik rüberbringen, wie viel man denn so bis jetzt gelesen hat. Das wollte ich als nächstes in Angriff nehmen. Und ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.